Liebe Teilnehmer, danke, dass Sie alle gekommen sind. Ich kann die sehr guten Worte meiner Vorredner nur unterstreichen und bekräftigen. Mein Name ist Michael Lee. Ich bin Mitglied im Vorstand der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte. Die ist in Frankfurt ansässig, aber die ist vor Jahrzehnten schon sehr engagiert gewesen, vor allen Dingen im Kampf gegen die Diktaturen im Ostblock, in der Sowjetunion. Und in den letzten Jahren hatte man sich dann vor allen Dingen auf andere Länder spezialisiert, wie Iran, wo ja auch eine schreckliche Diktatur herrscht, oder auch Pakistan sowie andere Länder, Kuba beispielsweise auch. Ich selbst war 2018 in Kuba, habe Dissidenten als Journalist, der ich auch bin, interviewt, wurde dafür von der Kuba-Stasi verhört. Das ist gar nicht lange her. Als ich letztes Jahr sah, wie die Belarussen hier plötzlich aktiv werden, war ich fasziniert und habe mir das angeschaut, vom Brandenburger Tor bis zum Potsdamer Platz, und habe die Belarussen und ich muss sagen auch die Belarusinnen sehr bewundert. Ich glaube, wir alle. Sie waren immer da, es waren tolle Veranstaltungen. Und dann sah ich zufällig dieses Zelt vor der russischen Botschaft. Es war dieses Zelt. Organisiert hatte es der Mitya Dmitri Bakrasch. Ich habe gehört, Mitya, ich kannte das noch von den Brüdern Karamasow aus meiner Jugend. Da ist mir gesagt worden, das ist ein ganz alter Vorname. Das wird heute anders ausgesprochen. Aber ich bin ja auch schon ein alter Mann. Jedenfalls habe ich mir das da angeschaut und mir, ich konnte es kaum glauben vor Freude, was ich da alles an Slogans sah, direkt vor der russischen Botschaft. Und ich kann nur sagen, das war fantastisch, lieber Dima. Und auch hier großer Dank für das, was er hier organisiert hat. Ich kann es manchmal nicht fassen. An dieser Stelle im Brandenburger Tor einen Monat diesen Platz zu bekommen. Ich bitte um einen Sonderapplaus für Dmitri, der das geschafft hat. Der diese Musik, diese Technik, alles organisiert hat. Also, ich kann es eigentlich immer noch nicht fassen. Das ist wirklich großartig. Michael, ich glaube, mit dem Ton musst du ein bisschen weiter nach hinten, ja, damit man dich besser hört. Dann gab es vor allen Dingen diese großen Demonstrationen Ende Januar, die ja zum selben Zeitpunkt auch waren wie die großen Demonstrationen in Russland. Und das hat mich genauso fasziniert und ich will sagen, weil vielleicht nicht jeder bei diesen Demonstrationen dabei war. Die Medienberichterstattung war ja auch sehr gering in Berlin. Vielleicht hatten viele Redaktionen einfach das nicht zunächst mitbekommen. Da waren bei der ersten großen Demonstration ca. 2000 Teilnehmer. Und bei einer danach, die insbesondere auch am Potsdamer Platz war, über 1000. Und als ich bemerkte, dass da praktisch kein Deutscher sprach, habe ich mich gemeldet. Und dankenswerterweise waren Dmitri oder auch André Zeithoff, ich sehe ihn heute nicht, sofort bereit, mir das Mikrofon zu geben, nachdem ich mich vorgestellt habe und ich konnte vor über 1000 Russen sprechen. Das war faszinierend für mich, ich hatte das nicht für möglich gehalten. Es ist für mich das erste Mal gewesen, dass eine Putin-regimekritische russische Diaspora hier in Deutschland, hier in Berlin, in einer solchen großen Zahl präsent ist überhaupt und auf die Straße geht und sich zeigt. Und ich habe alle Plakate und Transparente fotografiert. Ich kann nur sagen, das war alles wunderbar, das war alles in Ordnung. Da war nichts irgendwie extrem, es war auch oft humorvoll, bis hin zu den berühmten vergoldeten Klobürsten. Sie wissen vielleicht, worum es da geht. Dieser Protzpalast am Schwarzen Meer. Also das war alles sehr, sehr schön gemacht. Und es hat mich fasziniert und ich habe sofort gesehen, auch die Russen hier haben ein Potenzial zu einem zivilisierten, engagierten Protest. Es waren vor allen Dingen auch sehr viele junge Leute. Es erinnerte mich etwas an die Belarussen. Die Belarussen in Berlin haben es mittlerweile geschafft, sich sehr gut zu organisieren, auch mit einem Verein, Belarus Razam, haben eine tolle Webseite auf die Beine gestellt, die haben gute IT-Leute. Den muss man hier eigentlich, was diese Organisation angeht, nicht helfen. Man muss den Menschen in Belarus helfen. Aber unsere Russen hier, die ich kennenlernen durfte, die können noch Hilfe gebrauchen, in verschiedener Weise.
obwohl sie sich unheimlich angestrengt haben, diese 4 Wochen hier auf die Beine zu stellen. Ich finde 4 Wochen ja eigentlich zu lange. Aber ich weiß gar nicht, wessen Idee das war. Wahrscheinlich von Dima, ja. Dima, denk groß, think big, ja. Ich hätte ja besser gesagt, 2x2 Wochen oder 4x1 Woche. Jetzt ist es so, das Wetter muss halten. Heute hält es zum Glück. Ich kann nur sagen, das ist jetzt fantastisch, weil das vom Programm her ist es vieles mit heißer Nadel gestrickt. Ich habe mich auch mit dran beteiligt. Aber es ist ein tolles Angebot dafür. Wohlgemerkt, wir sind alle ehrenamtlich, ich natürlich auch. Wir kriegen keinen Cent Zuschuss. Und vorhin hat Dima schon kurz etwas gesagt über diese Moskauer Sendung im Fernsehen. Ich konnte das als YouTube-Video sehen. Das ist wirklich ziemlich bösartig, sage ich mal. Nicht? Da wurde auch noch so dargestellt, als würde sozusagen die Bundesregierung, die ja mit der Genehmigung einer solchen Veranstaltung in Berlin überhaupt nichts zu tun hat, ja, das ist eine Sache Berliner Landesbehörden, als würde das sozusagen besonders wohlwollend gemacht und das in Corona-Zeiten überhaupt, nicht wahr? Obwohl hier selbstverständlich jegliche Vorschriften eingehalten werden, sämtliche Auflagen. Und ist sowieso, man kann in den Veranstaltungskalender von Berlin schauen, zig politische Versammlungen stattfinden unter Auflagen. Und das ist hier nicht irgendwie eine besondere Spitze der Bundesregierung oder auch der Stadtregierung von Berlin gegen Russland, sondern das ist ein ganz normaler Vorgang. Und dort wurde es aber so dargestellt in dem russischen Fernsehen, da wurden dann Bilder gezeigt, wie die Polizei scharf gegen Demonstranten vorgeht in Corona-Zeit. Das waren allerdings Corona-Leugner. Corona-Leugner, Sie kennen das auch aus den deutschen Medien, die sich an keine Auflage gehalten haben, die keine Masken getragen haben, die keine Abstände eingehalten haben. Also so diffamatorisch, demagogisch wurde das da präsentiert und ich habe nachgelesen, das war dieser Sender Perbi, ein sogenannter halbstaatlicher Sender, der soll eine große Reichweite in Russland haben. Und dann haben sie unter anderem den Dima, den haben sie da vorgezeigt. Oder sie haben den Anton Laschankin, der ein schönes Werbevideo für unsere Veranstaltung hier gemacht hat. Kann man sehen im Internet. Den haben die da auch gezeigt. Als quasi bösen Menschen. Ja? Also das sind richtige Breitseiten. Und ich gehe davon aus, dass das auch in den nächsten 4 Wochen hier noch so weitergeht. Wahrscheinlich auch von Russia Today. Und das ist für uns deutsche Staatsbürger zunächst nicht so ein Problem. Aber ich weiß nicht, ob es Probleme macht für russische Staatsbürger in Deutschland, die nicht nach Hause fahren wollen, wenn die so im Fernsehen vorgeführt werden, mit verlogenen Sendungen. Ich will jetzt nicht zu lange reden. Ich sage nur, wenn ich mir das Programm anschaue, finde ich es erstaunlich, was alles angeboten wird. Toi, 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 dass das hier so geht, im freien Camp, mit nicht so viel Regen. Toi, toi, toi. Ich denke, wir können das betrachten, sage ich es mal, als eine Keimzelle, eine inhaltliche Keimzelle, weiterzuarbeiten, weiterzudenken zu den verschiedenen Programmpunkten. Und ich will noch eine Sache sagen. Ich habe den Eindruck, und das ist ja auch verständlich, dass viele der Russen hier, die demokratisch und freiheitlich gesonnen sind, sich ein bisschen Illusionen machen, dass es zu schnellen Veränderungen in Russland käme. Ich bin nicht dieser Ansicht. Ich las kürzlich in einem Interview von einem Professor, der sich erstaunlich gut auskennt in Bonn, der heißt Heinemann-Grüder. Er wurde interviewt von dem Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa, eine sehr gute Fachzeitschrift von Dr. Manfred Sapper. Er sagte dort, dass seiner Meinung nach das System Putin sogar ohne Putin weiter existieren könnte. Ob das so kommt, ist dahingestellt, aber er hat gute Gründe. Warum sage ich das? Ich sage das nicht, um jemanden zu enttäuschen. Ich sage das, um zu mahnen, dass wir einen langen Atem brauchen und das egal, wie hartleibig dieses System ist. Wir uns um die Menschenrechte ganz konkret kümmern müssen, was die Gefangenen angeht. Und ich bin ja alter Menschenrechtler. Es gibt ja auch andere Organisationen, die sich um Menschenrechte konkret kümmern. Stichwort Olga Romanova, die heute leider verhindert ist, aber die noch kommen wird zu diesem Camp, die diese Organisation Russland hinter Gittern gegründet hat, die eine fantastische Frau ist.
Wir müssen versuchen, dort konkret auch die Gefangenen bekannt zu machen, die hier kaum bekannt sind. Und versuchen zum Beispiel auch Angehörigen Hilfen zukommen zu lassen. Das sind vielleicht Dinge, die wir leisten können. Und nicht nur allgemeine Deklamationen. Wir müssen sozusagen das Wort Menschenrechte ausbuchstabieren in der Praxis. Das wäre mein Wunsch, dass wir das nach und nach umsetzen. In der Hinsicht unterstützen wir auch als internationale Gesellschaft für Menschenrechte dieses Bemühen. Und sowohl ich als auch viele andere Deutschen können von unseren russischen Bürgern hier lernen. Ich muss da auch dazu lernen. Ich habe mir gerade wegen diesen Veranstaltungen auch mir nochmal genau aktuelle Gefangenen- und Dissidentenliteratur angeschaut. Ich habe vor kurzem gelesen das Buch von Ilda Dardin. Ich weiß nicht, ob Ihnen allen der Name bekannt ist. Es ist ein junger Mann noch, Jahrgang 82, der fast 2 Jahre im Gefängnis war. Das Buch gibt es auf Deutsch, ist aber kaum bekannt. Ich weiß gar nicht, ob es in großen Zeitungen unter Rundfunkstationen gesprochen wurde. Das mich sehr erschüttert hat, das Buch in dem, was er erlebt hat, Folter und so weiter und so fort. Ich werde das morgen etwas vorstellen. Oder auch das Buch von Wladimir Perversin, der 7 Jahre im Gefängnis war, unter Putin, 2012 folgende. Solche Bücher müssen wir lesen, wir müssen sie verbreiten. Ich höre jetzt auf, die Dasha gibt mir Zeichen. Kommen Sie wieder, gucken Sie, was im Internet steht, Facebook und so weiter. Vielen Dank, dass Sie alle da sind. Vorhin war noch die Frau Claudia Samlag da, da ist sie vom Deutschlandradio. Ich bedanke mich besonders, dass sie gekommen ist. Hier ein Applaus für Sie. Sie ist die Leiterin des Landesstudios Berlin, des Deutschlandradios. Und als ich die Pressemitteilung rausschickte, hat sie mich sofort als Gäste angerufen. Danke, Frau Samlag. Ja. Danke sehr.